Herzlich willkommen zurück zu Palia. So. Ach, da hinten geht's weiter, oder? Ich glaube jetzt nicht, dass wir hier hoch sollen. Weil ich mir nicht ganz sicher bin. Aber ich schätze, hier geht's wohl weiter. Aktiviere das Tor. Okay, die beiden sind schon mal warmes Silberschwingenei. Okay. Warm, oha. It's been a cycle, pal. Boah. Nächstes Mal warne mich, bevor du mich an den Rand einer Klippe teleportierst. Was ist das für ein Ding? Irgendein Nest oder so. Es sieht so aus, als ob es in die Technik hier eingebunden ist. Wofür glaubst du, ist es? Frag doch mal die Zwillinge, während ich mir das ansehe. Einer von ihnen könnte etwas Nützliches wissen. Gotta get back Okay. to my thing. Gerade konnte ich sie nur nicht fragen. I knew your kind wasn't really extinct. Eine schwebende Festung. Was haben die Menschen hier oben gemacht? Vielleicht etwas mit dem großen Nest? Vielleicht. Es ist fast sicher ein Silberschwingennest. Silberschwingen sind anfangs klein, wachsen aber zu gewaltigen Größen heran. Ihre Nester werden aus speziellen Bäumen gebaut, die nur an der Unterseite von Klippen wachsen. An der Unterseite von Klippen, ja, geil. Obwohl dieses Nest ziemlich verfallen ist. Es scheint mit dieser alten menschlichen Technologie zusammenzuhängen. Warum sollten Sie ein Nest wie dieses überwachen? Wir sollten dieses Überwachungssystem nach Hinweisen überwachen. Irgendwas mit Quest angenommen stand da gerade. Wir müssen es irgendwie zum Laufen bringen. Don't be afraid to pull the thread and Erkunde see die what anderen unravels. Inseln, um einen Weg zu finden, das Experiment zu aktivieren. Welche anderen Inseln? Oh. Stimmt. Wir sind ja viel höher. Wir sind ja gar nicht mehr richtig im Palia. Das ist mir jetzt gerade so aufgefallen. Holla, die Waldfee. Faszinierend. Es scheint, dass dieses Strömungsgerät da drüben diese Landstücke schweben lässt. Was ist das hier für ein Ort? Nach den Schnitzereien in dem letzten Raum zu urteilen, würde ich sagen, es handelt sich um einen menschlichen Forschungsposten. Ich habe schon mal davon gehört, aber noch nie von einem, der sich so in den Himmel hebt. Die Menschen hatten einige archaische Backup-Systeme, um den Pfad wieder funktionieren zu lassen. Müssen wir vielleicht das Experiment wiederherstellen? Ich frage mich, was wirklich in diesem Nest war. Vielleicht können wir es herausfinden. Wieso habe ich jetzt noch eine? Okay, jetzt habe ich quasi alle drei habe ich jetzt hier als Quest. Hätte nicht gedacht, dass ich meinen Tag so verbringen würde. Sie meinen, wir müssen das Nest in Ordnung bringen. Wenn die beiden denken, dass wir das tun müssen, dann vertraue ich ihnen. Du musst wahrscheinlich ein paar Eier suchen und was brauchen Babys sonst noch? Grimalkin-Babys schlafen auf einen Goldhaufen, damit wir frühzeitig darauf trainiert werden können, ihn zu verteidigen. Ich vermute, diese Vögel sind ein bisschen anders. Wenn wir hier ein bisschen rumstöbern, finden wir es vielleicht heraus. Und hey, wenn du noch mehr Strömungssteintore siehst, mach sie an, damit wir dich erreichen können. Nicht alle Grimalkin landen immer auf ihren Füßen. Talk to you later. Ja, also es kommt eigentlich nur, dass ich die anderen Inseln erkunden soll. Oh je, aber wenn ich da runterstürze. Obwohl, ich habe so Strömungsdinger hier, ne? Ich könnte vielleicht auf die Plattform hinten drauf kommen. Die Frage ist, bringt mir das irgendwas? Da oben kann ich natürlich noch drauf. Da könnte ich jetzt vielleicht mal als erstes gucken. Obwohl, hier kann ich auch noch gucken, ne? Sieht so ein bisschen aus wie hier von Phoenix Rising. Nee, wie hieß das nochmal? Auf jeden Fall Phoenix. Ah? Ah? Das war doch bestimmt auch mal ein Tor hier.
Okay, da ist eine Brücke. Große Frage ist, wie komme ich denn da hoch? Da könnte ich ran, aber muss ich dann von da und von hier? Kann ich hier hochklettern? Ja. Okay. Hat wirklich was von Phoenix, weil da musste man auch immer springen und fliegen und weiß ich nicht was. Da ist nochmal so ein Strömungsding. Ach du Schande. Soll ich damit nach da hinten kommen? Das ist doch viel zu weit. Nee, ich soll erstmal nach da oben hin. Ach du Schande. Eieieiei. Ihr habt doch echt den Schuss nicht gehört. Hilfe. Da hinten ist noch was. Aber da ist, glaube ich, nichts, was ich jetzt groß erkunden kann. Ich soll ja auch Inseln erkunden. Deswegen. Ah, Moment, hier ist aber noch ein Ei. Aha. Frage ist, komme ich von hier aus nach da hinten rüber? Muss eigentlich nur in Anführungszeichen auf das Weiße drauf, ne? Eieieiei, aber das sollte klappen. Alter. Wenn ich hier runterfliege, bin ich tot. Ich weiß nicht, was da passiert. Ich hoffe, dann bin ich wieder hier. Aber da oben ist, glaube ich, noch ein Nest. Das sieht so aus, als ob da was hochguckt. Es kann aber auch nur sein, dass das nee, ist kein Nest. Das war auf meinem Monitor. Na super. Hallo? Geht's noch? Ja, danke. Ich denke, die Dinger tragen mich nach oben. Vielen Dank. Lalalala. Tja, so kommt man auch von A nach B, aber so stirbt man halt eben auch. Okay, damit hätten wir dann auch geklärt, was passiert, wenn man stirbt. Boah, lande bloß nicht da drauf. Ja, aber wieso komme ich dann da nicht hin? Das verstehe ich nicht. Weil der mich nicht hoch genug bringt, oder wie? Weil der sollte mich doch eigentlich nach da hinten hinbringen. Boah, was macht der? Das meine ich. Ich will nicht, dass das Ding aufgeht, wenn ich springe. Ich will, dass das Ding aufgeht, wenn ich nochmal drauf drücke danach. Ich muss aber irgendwie hier hoch. Ja, der zieht mich da komplett runter irgendwie. Ja, das Problem, dass man seine Ausdauer ja auch nicht regenerieren kann, wie in jedem anderen Spiel hier. Und tschüss. Das ist wirklich blöd gemacht. Vor allen Dingen, dass man ja auch mal reinbackt. Also momentan sehe ich noch keine Möglichkeit, tatsächlich dahin zu kommen, wenn der Strom mich nicht nach oben bringt. Das ist wirklich schlecht. Oh mein Gott, mach bloß nicht, was ich drücke. Ich verstehe nicht, warum der das immer wegmacht. Also beziehungsweise immerhin macht, wenn ich noch gar nicht gedrückt habe, weil dann bin ich ja gar nicht darauf, ne? Bin ich ja gar nicht bereit, es zu nutzen. So, mal gucken. Also ich denke mal, hier oben könnte vielleicht auch noch was sein. Oh, ja, genau. Du hast auch nichts Besseres zu tun, als das Ding wieder reinzumachen. Wie komme ich da jetzt wieder hoch? Gar nicht. Gucken wir gleich nochmal. Gucken wir jetzt erstmal kurz hier von unten. Von unten ist alles zu. Ja, toll. Das hat mir jetzt viel gebracht. Nee, hier ist noch ein Eingang. Moment, da muss man. Das ist ein Feuereingang, aber ich habe nichts, um
Ich habe das Elementchen oder überhaupt gar keine Elemente dabei. Da komme ich wahrscheinlich auch nicht rauf, weil mich dieses Ding wieder nicht hoch macht, ne? Ja, kommt man auf jeden Fall nicht so hoch. Okay, ah, da hinten ist noch ein Ei. Hier ist alles verschüttet. Die Frage, komme ich daran, wenn ich so rüberspringe? Wahrscheinlich nicht, oder? Ich probiere es trotzdem mal. Clever, wie ich bin. Abkürzungen sind immer gut, aber ich glaube nicht, dass es funktioniert. Ja. Es war so klar, dass sie das Ding dann wieder wegtut, sobald ich da drauf drücke. Okay, machen wir es halt von der anderen Seite aus. Eieieiei. So, ich will aber mal kurz gucken, wenn wir schon mal hier sind, ob ich hier oben irgendwas übersehen habe. Aber da die Kugel da ziemlich eng ist, würde ich eher sagen, nicht. Nicht da hoch? Oder ist das zu hoch? Okay, das geht. Ganz hoch kommen wir, glaube ich, nicht. Mit der Tür können wir auch nichts machen. Was haben wir hier? Mysteriöser Schatz. Aha. Uralte Symboltafeln. Aha, aha. Questgegenstand. Schade. Diese waren nicht vernagelt. Warum nimmst du sie nicht für Zeki mit? Weil ich selber mal gucken wollte, was das ist. Wo muss ich denn jetzt hin? Moment. Da unten, das war das, ne? Ich verstehe trotzdem nicht, warum die normalerweise... Na, hier kann ich auch nicht öffnen. Warum die normalerweise das Ganze erst macht, wenn ich nochmal drauf drücke und hier halt eben nicht mehr. So, wir haben Strömungstor, Strömungen, die von da aber nicht wirklich da durchgehen, ne? Hier ist gar nichts mehr. Wie viele von diesen Eiern muss ich denn überhaupt sammeln? 3 habe ich jetzt gesammelt. Verstehe auch nicht, warum ich hier die Tore nicht öffnen kann. Ja, jetzt macht es wieder nicht automatisch, hä? Ich muss da hinten... Bleibt mir nichts anderes übrig. Ich muss das mal versuchen. Oh, diese Dinger. Dass man da immer so schlecht hochkommt. Von wo? Von da unten eigentlich, ne? Moment. Wie geht's da noch runter? Ich glaube, von da muss ich auch wirklich darüber springen. Ja, kein Thema. Wenn es denn funktionieren würde, dass man tatsächlich reinkommt. Ja, aber wirklich, ist das millimetergenau gemacht oder passt es einfach nur nicht? Das kann natürlich auch sein. Da komme ich offensichtlich nicht durch. Knall ich immer vor die Wand. Es sei denn vielleicht, dass ich von weiter oben da reinspringen muss.
Oh, komm, komm, komm. Alter. Oh Gott. Ich hasse solche Jump-and-Run-Dinger. Gut. Okay, das hat mich jetzt nach unten gezogen. Das ist nicht gut. Vielleicht komme ich da direkt dran. Ja, sieht man auch, dass die einen so ein bisschen nach unten ziehen. Stimmt. Aber das geht, wenn wir hier direkt durchziehen. So, jetzt ist die Frage. Hier habe ich jetzt absolut nichts, was mich irgendwie hochpusht. Und da komme ich garantiert nicht rum, ne? Oh, war das eng. War das eng gerade. Okay. Okay, okay, okay. Ich gucke mal hier erstmal. Könnte man nämlich gut vorstellen. Da ist was, was hochgeht, ne? Ja, da müssten wir da auf jeden Fall gleich als erstes mal rüber. Gut. Dann... Ich glaube, da oben hatte ich was gesehen, oder? Ah, da unten ist auch noch was Blaues. Hab ich gerade gesehen. Kann ich da so? So. Gucken, hier scheint nichts mehr zu sein. Warum nicht? Kommt man dahin? Und von da aus vielleicht noch ganz oben? Was ist das mit dem Fisch? Okay. Hoppala! Wo bin ich jetzt? Hallo? Sag mir nicht, der hat mich jetzt zurückgesetzt. Nein, ne? Nee, Moment. Hä? Oh, ist das hier verwirrend. Ich glaube, der hat mich jetzt auf die andere Seite gesetzt, oder? Da komme ich nicht hoch. Hm. Hier kann man noch hoch. Muss ich da hoch? Hm. Kann man offenbar nicht hoch. Moment, von da kam ich doch. Ja klar, da ist doch das. Hä? Da bin ich nicht da, wo ich jetzt gedacht habe, dass ich bin. Aber dafür bin ich jetzt total verwirrt. Weil ich jetzt keine Ahnung habe. Also ich hole mir erstmal noch das Blaue, was ich jetzt da unten noch gesehen hatte. Das machen wir auf jeden Fall noch. War denn das? Moment. Da war es nicht. Ich
Ja, doch, ich bin mir nicht sicher. Irgendwo habe ich es gesehen. Ah, doch, da. Flup. So, holen wir uns erstmal hier das Ei. Ach, deswegen ist hier der... Ah, ich verstehe. Der uns aber nicht nach oben bringt. Ja, geil. Lalalala. Ich lass mich mal abstürzen. Ich hoffe, dass wir die Eier... Ja, die haben wir. Okay. Hier ist nichts. Ich denke mal, dass wir aber weiter nach oben müssen. Hier geht's auch noch rum. So, okay. Dann habe ich doch richtig gesehen, da geht's nach unten. Es war also wieder nur so ein Fake-Ding. So, wir sind da. Aber das bringt uns ja nichts, wenn wir jetzt hier sind. Wenn wir hier nirgendwo hochkommen. Da kommen wir auch nicht hoch. Können wir hier gucken. Das ist auch wieder alles nur Felsen. Da kommt man dann auch nicht hoch. Hier komme ich gar nicht mehr weiter. Oder? Wie war das nochmal? Mit X, ne? Ja. Da kommen wir zwar hinters Wasser. Das bringt uns vermutlich nichts. Nö, wir können ja noch nicht mal den Berg hier hoch. Das ist immer wunderbar, wenn man irgendwo hochkommt. Ja, ich denke mal, dass das kein Trick war, dass man... Oh, aber ich habe einen Trick. Wir schweben. Cool. So, jetzt bin ich hier im Wasser. Bringt uns das was? Kann ich noch rein? Ich habe absolut keine Orientierung mehr gerade, aber... Oh, da hinten habe ich gerade noch was gesehen. Moment. Hallöchen, Silberschwingenei. Das Problem ist, ich habe so viele Stellen, wo ich schon Tore gefunden habe, die ich aber nicht aktivieren kann. Oh, eine Kiste, eine Kiste. Sehr schön. Gehen wir mal da rein. Da kommt man dann anscheinend... Nee, jetzt bin ich wieder ganz woanders, oder? Da kann man nochmal hoch. Da ist nochmal so ein Portal, was wir nicht... Oh, endlich haben wir mal eins, was wir aktivieren können. Endlich, endlich. Da hinten kann ich auch noch weiter... Grüße, was nun? Ich habe jetzt so viel gesucht, ich muss mal eben einen Schluck trinken. Was hältst du von diesem Ort? Das ist wunderbar. Obwohl es hier eine seltsame Wolkendecke gibt. Die Insel muss irgendwie mit dem Experiment verbunden sein. Hm, vielleicht müssen wir Futter für die bald schlüpfenden Küken besorgen. Wo sollen wir hier oben welche finden? Ja, die weitere Erkundung und das Futter für die kleinen Jungen, die werden wir uns aber erst in der nächsten Folge anschauen. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.